Wir alle sind von der Corona-Pandemie betroffen. An keinem geht es spurlos vorbei. Ganz besonders trifft es aber die rund 7% der Bevölkerung, die an einer seltenen Erkrankung leiden. Aktuell sind das in Österreich an die 400.000 Betroffene. Covid-19 hat wie ein Brennglas die Problembereiche in unserem Gesundheitssystem offengelegt. Gleichzeitig wurde jedoch offensichtlich, welchen wesentlichen Beitrag Digitalisierung, insbesondere die gezielte und datenschutzkonforme Auswertung von Gesundheitsdaten, leisten könnte. Die Präsentation eines modernen und international geprüften Symptom-Management-Systems zeigte eindrücklich, wie benutzerfreundliche telemedizinische Lösungen die Gesundheitsversorgung, aber auch die Forschung von Patientinnen und Patienten mit seltenen und chronischen Erkrankungen deutlich verbessern könnte. Jetzt geht es darum, diese Möglichkeiten auch zu ergreifen und umzusetzen. Ich erlebe die Zeit, die ich mich mit seltenen Krankheiten beschäftige, jetzt ungefähr 20 Jahre. Und ich denke, wir waren in diesen Jahren hauptsächlich oder schwerpunktmäßig damit beschäftigt, Vernetzungsstrukturen aufzubauen. Und die sind hauptsächlich auf persönlicher Ebene passiert. Da gab es schon punktuell einige Ansätze, Dinge auch telemedizinisch vielleicht zu versuchen, aber sicher nur ansatzweise. Und dann ist Corona gekommen. Die Pandemie hat auch bei uns dramatische Bremsspuren hinterlassen. Und denn wir haben ja in ganz Europa auch mit dem Umgang der Pandemie erstmal lernen müssen. Ich meine, wir wussten ja gar nicht, wie die ganze Klinik bei Covid-19 funktioniert. Wir wussten ja gar nicht, was sind die gefährlichen Symptome, wie behandelt man das am besten. Das hat sich ja das Behandlungsregime von Tag 1 bis heute völlig geändert. Erinnern Sie sich an die Situation vor einem Jahr? Damals haben wir gerade so begonnen, irgendwie das Testregime halbwegs zu organisieren. Ja, aber es war nach wie vor die Frage, haben wir überhaupt genug PCR-Testmöglichkeiten? Ja, es gab damals sozusagen die Situation, dass wir Materialien für die Durchführung von Tests nicht verfügbar hatten. Lieferketten waren unterbrochen. Ja. Und was wir damals gesehen haben, wirklich in der Spitalsversorgung, waren Rückgänge von 30-40% teilweise. Ich möchte hier eine Lösung, die wir über 17 Jahre international etabliert haben, vorstellen, die sich sehr gut eignen würde, Menschen, die von seltenen Erkrankungen betroffen sind, zu unterstützen. Es schützt und unterstützt Betroffene durch eine personalisierte telemedizinische Betreuung während und auch nach der Covid-19-Pandemie und erlaubt ein Chronic Disease Management. Wir haben das als Medizinprodukt, als Medical Class 1 und 2A Device zertifiziert. Es ist datenschutzkonform, es ist ELGA integrierbar, es ist routinebewährt. Wir haben über 1 Million Patientenakten im NHS in England betreut. Es ist akzeptiert durch die Studie und es hat auch eine Multilingualität. Was wichtig ist, dass wir auch eine integrierte Covid-Funktionalität haben. Was wir hier unterstützend anbieten, ist eine zertifizierte Online-Eintrittstestung. Wir haben eine Unterstützung im Quarantäne- und Krankheitsfall und ein Contact-Tracing-Funktionalität und schließlich eine Long-Covid-Therapie und Rehabilitation. Welche Erfahrungen wurden im letzten Jahr in dieser schwierigen Zeit gemacht? Welche Angebote sollten verstärkt ausgebaut oder verbessert werden? Und wie wird es in Zukunft weitergehen? Wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Lernerfahrungen, die wir hatten in der Pandemie, wirklich so umzusetzen, dass sie nachhaltig in die Versorgung eingebaut werden können. Und das heißt aber auch, genau diese Option müssen wir jetzt nutzen und nicht sagen, vielleicht wir können uns eh wieder leichter so treffen und dann vergessen wir das alles wieder. Ja, natürlich begegne ich einem anderen Menschen lieber in meiner Ambulanz, in meiner Ordination. Ich sehe, ich rieche, ich höre Nuancen, die ich am Videoschirm nicht gut sehen kann. Aber was ich gemeint habe mit dem Albtraum einer Telemedizin-Sessions über eine Videokonferenz ist, dass einfach Information völlig unstrukturiert, willkürlich übertragen wird. Und die Nacharbeitungszeit, wenn man das ordentlich macht, zumindest die gleiche Dauer fast wie die Videokonsultation bespricht. Und warum ich das kritisiere, es liegt einfach daran, dass diese Lösungen nicht die Zukunft der Telemedizin sind. Und die Gruppe, die, glaube ich, wirklich gelitten hat unter dieser Zeit, ist die Gruppe der Patienten, die noch keine Diagnose haben und noch kein Netzwerk haben. Wer im System schon drinnen war, also vorher schon psychologische Begleitung in Anspruch genommen hat und einen guten Kontakt und Vertrauen hat zu so einem Arzt, der wird es wahrscheinlich auch in der Pandemiesituation weitermachen. Aber ich denke, gerade jetzt anfangen, das macht kaum jemand.
Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen digitalen Nutzungsmöglichkeiten und wie erleben Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen diese Vielfalt? Wir haben gute Systeme, die zertifiziert sind, aber es fehlt auch hier das Reimbursement. Das ist kein Vorwurf, sondern die bisherigen Lösungen waren nicht gut genug. Und jetzt geht es darum, dass wir tatsächlich neben all dem Schlechten und Miesen, was diese Pandemie gebracht hat, dem Leid, das Menschen zugefügt wird, dass wir diesen Aspekt, wo uns das bewusst wird, die Einschränkungen, die wir haben und wie wir sie überwinden können, dass wir den nützen und Telemedizinlösungen in Österreich auch wirklich umsetzen, und gerade in seltenen Erkrankungen. Das ist ja ein Problem, dass wir zu wenige Daten haben, weil wenn wir Register schaffen, wo es eine standardisierte Dateneingabe gibt, die dann vergleichbar sind miteinander, dann habe ich auch die Möglichkeit, diese objektiv auszuwerten. Das könnte in Bezug auf Diagnose sein, aber auch in Bezug auf den Krankheitsverlauf. Für mich ist das sehr beeindruckend und es wird auch schon umgesetzt, zum Beispiel auch im klinischen Studiensetting, einfach diese Tatsache, wenn Patienten eine Möglichkeit haben, über eine App regelmäßig ihre Symptome, ihr Beschwerden einzugeben, ihr Befinden, dann sind sie einfach im System drin. Und das ist das, wie gesagt, was wirklich die Technologie gut kann, einfach das zu erfassen, das zu kategorisieren, Muster erkennen. Und dann kann das gemeinsame Gespräch beim Arzt da anfangen, gemeinsam einfach diese Daten anzuschauen und dann zu besprechen, wie können wir einfach in der Zukunft weitergehen.